Moin, der Flachlandradler ist wieder unterwegs und wie ihr seht, habe ich Taschen mit. Also wird es eine größere Tour. Es ist das Osterwochenende, heute ist Karfreitag. 4 Tage Zeit, um eine schöne Runde zu fahren. Und zwar den Harz-Rundweg werde ich fahren, denn da unten ist Langelsheim. Da bin ich heute gestartet vor 2 Kilometern. Ja, und jetzt stehe ich hier am Fuße des Harzes. Hier steigt er auf. Hier fangen die Hügel an. Oder ja, Berge kann man ja auch schon dazu sagen. So, den werde ich umrunden und zwar auf schön 4 Etappen. Zum Beispiel heute die erste Etappe geht bis Ballenstedt, ca. 93 Kilometer. Ja, aber da kommen schon richtig schöne Highlights auf mich zu. Als nächstes kommt schon gleich Goslar, dann kommt Bad Harzburg, dann kommt Wernigerode und Blankenburg, Thale und dann Ballenstedt ist bestimmt auch nicht so schlecht. Wo ich denn übernachten werde, ja, ich habe das Zelt nicht mitgenommen. Nicht, weil es heute so grau ist oder so Nieselregen heute ist, weil die Nächte sehr kalt werden. Also es sind 0 bis minus 1 Grad immer angesagt. Also für Zelt ist mir das auch ein bisschen zu kalt, schade drum. Aber so habe ich dann halt ein schönes warmes Bett und eine schöne warme Dusche. Das wird mir auch gefallen. Also geht es dann so auf meine Übernachtungsplätze zu. Und morgen fahre ich also dann die nächste Strecke von Ballenstedt bis nach Neustadt. Das sind nochmal 100 Kilometer. Und ja, dann geht es nach Osterode am dritten Tag, am Ostersonntag und am Ostermontag wieder hier zurück. Ja, die Höhenmeter, die da kommen ganz schön viele drauf auf mich zu. Also da kommt was zusammen. Aber ich glaube, das werde ich schon schaffen. Und naja, ich werde mich sehr freuen auf diesen Weg. Ich freue mich echt auf diesen Weg. Da habe ich nämlich schon lange vorgehabt. Ja, bloß letzten Jahre war Ostern ja nichts möglich. Aber dieses Jahr und das Wetter spielt mit, wie gesagt, heute ein bisschen Nieselregen noch. Aber ab morgen hoffentlich soll richtig die Sonne scheinen. Zwar kühl, aber bestes Radelwetter. Also da freue ich mich richtig drauf. Also wird es wohl auch hoffentlich sehr viele schöne Bilder geben. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Jetzt bin ich schon in Goslar angekommen, im Nieselregen. Es regnet ein bisschen. Das macht es alles heute so ein bisschen schwierig, auch die Klamotten zu wählen. Es ist kühl, aber wenn man bergauf fährt, wird man so warm. Und runterfahrt ist es wieder so kalt. Also es ist echt schwierig. Deswegen habe ich auch ein paar Klamotten mehr mit, weil morgen früh ist es richtig eiskalt wahrscheinlich. Wow. Aber ich bin jetzt hier mitten im Zentrum. Die Marktkirche. Ja, und hier die Altstadt. Richtig toll. Wow. So. Ein paar Höhenmeter habe ich schon hinter mir. Aber da kommen noch reichlich. Und auch noch weiter so eine schöne Städte.
Oh, bin ja schon lange nicht mehr im Harz gewesen. Ist schon etliche Jahre her. Da war der Wald noch in Ordnung. Da hatte man noch Angst vor dem sauren Regen. Und jetzt, Alter, hier ist alles tot. Alle Fichten, alle tot. Das ist echt krass. Ich habe es ja schon erwartet, aber dass es auch hier unten so krass ist, unglaublich. Das sieht aus. Mann, Mann, Mann. Naja, die Natur will das schon von alleine regeln, glaube ich wenigstens. Jetzt bin ich irgendwo zwischen Ortsteil Goslar, Oker und Bad Harzburg. Da ging es einmal ganz runter, jetzt wieder steil bergauf, zweistellige Prozentwerte auf längere Tour. Jetzt weiß ich auch, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ja, leider nieselt das irgendwie im Moment so ein bisschen durch. Ist ja klar, die Wolken kommen vom Norden und drücken sich den Harz hoch. Ja, nicht so toll. Es tropft auch ordentlich von den Bäumen hier, aber allgemein ist das keine große Menge. Es langt irgendwie nicht, eine Regenjacke anzuziehen. Aber jetzt ist mir warm und gleich geht es ja wieder bergab. Oh, dann ist dann wieder kalt. Das ist echt schwierig jetzt. Aber das habe ich mir ausgesucht. Also da muss ich durch und jetzt geht es weiter nach Bad Harzburg. Ich bin schon durch Bad Harzburg. Ich habe so einen kleinen Schlenker gemacht, ein bisschen abseits des Weges habe ich mir so geplant, dass ich dazwischen so mittendrin durchkomme. Hat sich aber eigentlich nicht gelohnt. Jetzt bin ich hier wieder auf dem Weg hinter Bad Harzburg, wieder im schönen Wald und jetzt geht's weiter. Ja, als nächstes kommt die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Aber was ich auch noch gerade eben hatte, war mal Sonne. Das hatten die nicht gesagt, aber jetzt ist es schon wieder grau. Naja, ich hoffe, dass wenigstens mal der Nieselregen jetzt ein bisschen aufgehört hat oder mal ein bisschen auf sich warten lässt, dass ich mal ein bisschen länger trocken fahren kann oder vielleicht dann mal eine Pause machen kann im Trockenen. Mal sehen. Jetzt bin ich hier auf der Eker, über der Eker. Das ist hier die ehemalige deutsch-deutsche Grenze. Jetzt Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Also mache ich gleich mal rüber. Da ist der Grenzposten. Steht sogar noch Deutsche Demokratische Republik drauf. Das ist ja auch schon wieder sehr lange her. Oh, leider ist hier keine Bank und nichts. Oh, aber mal sehen, ob ich gleich mal eine Bank finde oder schönen Aussichtspunkt, so wie gerade eben. Mal sehen. Hier ist nochmal der R1 Europaradweg 1 ausgeschildert, den ich im Moment auch noch immer folge. Ja, da geht immer noch weiter. Ich bin jetzt dort. Und ich werde noch ganz schön weit Tale. Irgendwo hier, da auf Ballen steht, da wollen wir noch ganz hin. Oh, das ist noch ein ganzes Stück. Knapp 60 Kilometer noch. Aber gerade eben war ein schönes Stück zum Fahren. Richtig schöner
Schotterweg, nicht so wie vor Bad Harzburg, schlammig und holprig. Also jetzt konnte ich gerade sehr, sehr schön fahren. Mal sehen, ob es so weitergeht. Ja, und mal sehen, ob ich mal eine Pause kriege. Da hatte ich doch gerade eben doch noch ein schönes Pausenplätzchen. Und jetzt bin ich schon durch Ilsenburg durch oder gerade noch so drin. Und es geht weiter. Als nächstes ist schon wieder Wernigerode, das nächste Highlight. Das geht hier Schlag auf Schlag. Und das Wetter echt geil. Rückenwind, kein Nieselregen. Super. Jetzt schön eine Halbzeit Currywurst hier in Wernigerode. Ach, das tut gut. Ich dachte fast, ich sollte hoch zum Schloss. Das ging so hart hoch. Aber jetzt bin ich dort dran vorbeigefahren. Jetzt geht es auch schon wieder abwärts. Ja, mit so einer Currywurst ist es erstmal ganz schön anstrengend. So eine Steigung hoch. Boah, das muss ich erstmal verdauen. Boah. Also ruhig fahren jetzt. In Richtung Blankenburg, glaube ich, ist das nächste. Der Weg ist unheimlich abwechslungsreich gerade. Also unheimlich tolle Aussichten gerade wieder gehabt.
denn schöner Wald. Und jetzt hier wieder an der Lichtung, da hinten, da ist sogar ein Wildgehege hier. Alter, richtig abwechslungsreich. Das war jetzt ein ganz, ganz tolles Stück. Und der Weg ist auch nicht so holprig, so ein bisschen gepflastert, aber richtig gut zu fahren. Ah, es macht so einen Spaß. Gleich komme ich nach Blankenburg. Da gibt es bestimmt auch wieder was zu sehen. Also, wow, richtig schön. Da unten ist jetzt Blankenburg zu sehen, das nächste Highlight. Boah, ist ganz schön anstrengend, aber macht sehr viel Spaß hier. Ja, der Weg geht nicht darunter, der geht nämlich hier rechts rein. Aber Blankenburg komme ich sicherlich runter, nur ein bisschen an der Seite, wie immer auf der ganzen Zeit jetzt fast nur Nebenwege, schöne Täler, Wälder. Aussichten, alles toll. Gerade eben noch ein Kloster, einmal mittendurch, wunderbar. Das macht richtig Laune. Mal sehen, was jetzt Blankenburg bringt. Und dann kommt auch schon Thale. Ja, was heißt schon? Ja, es ist jetzt ja, 14 Uhr schon. Die Zeit, die rennt, aber ich habe nur noch 31 Kilometer. Also, so weit ist es auch nicht mehr. Also, ich genieße das richtig hier, auch wenn es anstrengend ist. Es macht richtig Spaß. Es ging wirklich hoch zum Schloss. Bevor ich die letzten Meter auch noch hochfahren, wenn ich schon hier bin, kann ich das kleine Stück da auch noch hochfahren. Hat sich gelohnt, hier den kleinen Weg hier noch weiter zu fahren, hier hoch, direkt ins Schloss rein. Toller Blick auf Blankenburg. Und hier oben merkt man auch erst den Wind, diesen eiskalten Nordwestwind, hui, aber den hatte ich jetzt die ganze Zeit als Rückenwind, denn es ist zum Glück nicht ganz so kalt. Wow, toller Blick hier, ja, etliche Höhenmeter waren das hier hoch, man sieht's, hui, aber jetzt geht's weiter nach Thale. Ja, die 30 Kilometer jetzt sind das noch bis zum Ballenstedt, zur Pension. Also das läuft die Zeit, das ist unglaublich. Aber wunderbar, richtig schön zu fahren, immer was zu sehen. Einfach klasse.
Da bin ich auch schon in Thale. Hier ist auch der Startpunkt des Harzer Hexensteiges. Ja. Thale nach Osterode. Osterode ist 2 Tagen mein Ziel. Da komme ich auch noch hin. Aber ich gehe nicht quer durch. Ich fahre einmal rum. Ja, hier ist das tief eingeschnittene Tal der kalten Bode. Wow. Ja, tolle Felsen. Tolle Stelle hier. Richtig toll anzusehen. Boah, ja, das war schon gerade wieder sehr schöne Strecke. Ach, ich wiederhole mich. Ich will mich gar nicht wiederholen. Das seht ihr ja vielleicht auch auf der Kamera, auf den Bildern. Wunderbar hier. Auch das hier wieder anzuschauen. Wow, echt toll. Ja, weit ist es nicht mehr. Keine 20 Kilometer mehr. Aber es ist noch ein bisschen. Zum Glück. Hier habe ich nun einen tollen Blick auf Gernrode. Boah, es ist echt anstrengend, es geht immer nur hoch und runter, aber echt toll. Jetzt wieder so eine schöne Aussicht, dafür macht man das. Und hier gibt es auch eine Bank. Da mache ich nochmal eine Pause, denn es sind nur noch 8,5 Kilometer. Boah, also mit dieser Aussicht, die muss ich nochmal genießen, aber ich glaube, oh Mann, es nieselt wieder so ein bisschen. Naja, weit habe ich es ja eh nicht mehr. Aber eine Pause muss jetzt nochmal sein. Ah, die hatten nur ganz wenig mit. Kann man auch machen. Der hat nur 2 Taschen oder so, ganz wenig mit. Wenn die eine Übernachtung starten, Alter. Respekt mit so wenig, das bin ich nicht. Ich brauche so ein bisschen Luxus immer dabei. Wieder eine klasse Aussicht hier. Oh, ich bin echt früh dran hier. Ist ja nicht mehr weit. Kurz vor 5. Also es ist, da bin ich heute richtig durchgekommen. Da kann ich auch jetzt noch mal ein bisschen bummeln und die Aussicht hier genießen, die jetzt sich hier noch überall bieten. Richtig klasse. Oh, diese Streuobstwiesen hier überall. Ja, es ist fast voll am Blühen. Es fehlt nicht mehr viel. Vielleicht morgen oder übermorgen, wenn die Sonne dann auch mehr scheint, dass das doch noch ein bisschen leuchtend ist. Aber es sieht schon sehr, sehr klasse aus. Und noch ein kleiner Tipp, wer vielleicht biwaken will auf diesem Weg, kurz vor Ballen steht, ist noch so eine kleine Hütte. Auf der Bank könnte man vielleicht liegen, für 2 wäre da Platz. Aber ich will eine warme Hütte haben, weil denn die Nacht soll ja sehr kalt werden. Thank you.
Ich bin angekommen in Ballenstedt. Ja, richtig toll hier. Da oben ist das Schloss. Richtig schön. Da ist so eine alte Kastanienallee, war es mal. Die sind bestimmt alle mal erkrankt und neu gepflanzt worden. Ich bin hier so ein bisschen auf dem Schlossplatz mittendrin. Oh, ich habe es geschafft hierhin. Wow, klasse. Hat echt Spaß gebracht, auch wenn das Wetter nicht so sonnig war heute. Aber ich habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Naja, ich werde erstmal zur Pension fahren. Mal gucken, was ich dann noch mache. Und dann ziehe ich nochmal ein Fazit vom ganzen Weg, vom Tag heute. Oh, ja, anstrengend war es auf jeden Fall. Ja, das Fazit von gestern, das mache ich heute in der zweiten Etappe, denn irgendwie gab es gestern Abend Tonprobleme. Ich war an einer so Stelle hingegangen, um mein Fazit zu reden. Da kann ich ja einblenden. Die Bilder im Hintergrund so ein bisschen. Ja, was kann ich sagen? Der Weg, die 94 Kilometer, war wirklich, wirklich toll. Ja, das Wetter am Anfang war natürlich noch schlecht bei dem Nieselregen, aber sonst habe ich ja doch Glück gehabt und die Strecken und die Städte, die Strecke war super gelegt, anstrengend, teilweise holprig, besonders vorwendig, gerade die Wege, die waren ein bisschen matschig, aber danach war es richtig toll, aber die ganzen Städte, wie gesagt, Goslar, Bad Harzburg, Wernigerode, Blankenburg, Thale und so weiter und so fort, richtig tolle Strecke, hat richtig viel Spaß gebracht, 1300 Höhenmeter ungefähr waren das, also richtig anstrengend, ja, wow. Also ich bin begeistert gewesen. Also es war eine richtig tolle Strecke. Hat man ja wahrscheinlich auch gemerkt. Schade, dass die Sonne nicht da ist. Aber wie ihr seht, am zweiten Tag, ja, die Sonne kommt jetzt so langsam raus. Ja. Also ich kann das wirklich empfehlen. Also die Strecke, die war richtig toll. Also ja, dann sage ich jetzt tschüss. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Bis dann.